Für die SPD-Fraktion bitte ich nun Frau Kalbaum ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Felstehausen, Heringsdorf liegt übrigens auf Usedom und nicht auf Rügen, aber es ist ja egal, es ist alles Italien. Zahlen sind nicht so die Stärke. Zahlen sind nicht so die Stärke der AfD, aber ich muss feststellen, Herr Felstehausen, Ihre sind das heute auch nicht. Es ist dieser Setzpunkt der AfD, zeigt mal wieder die zutiefst neoliberale Agenda der AfD. Spannend, dass das die Linke quasi gerade begrüßt hat. Es geht der AfD nämlich nie ums Gemeinwohl. Es geht stets um Privatisierung. Es geht der AfD stets darum, staatliche Leistungen mehr und mehr zurückzufahren, sei es bei den Sozialleistungen oder wie hier bei den Investitionen des Staates in ein Infrastrukturprojekt. Es geht immer darum, zu spalten. Und noch einmal, spannend, dass DIE LINKE gerade diese Gelegenheit so gern aufgegriffen hat. Für eine Sachdebatte über den Airport Kassel-Calden gibt es zurzeit tatsächlich überhaupt keinen sachlichen Anlass. Ja, die überwiegende Anzahl der deutschen Regionalflughäfen arbeitet defizitär. Die entstehenden Verluste gleicht meist der Staat aus. Aber das bedeutet eben nicht, dass ihr fiskalischer, beschäftigungspolitischer und wirtschaftspolitischer Nutzen nicht ungleich höher ist als ihr Kapitalbedarf, auch nicht bei Kassel-Calden. Ich dachte ja eigentlich, so eine Diskussion gibt es nur bei Flughäfen, und niemand käme auf die Idee, bei anderen Verkehrsinfrastrukturen, also bei Straßen oder Bahnhöfen, eine Überprüfung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses zu fordern. Aber selbst das hat die AfD heute Vormittag ja schon geschafft. Staatliche Investitionen sind eben wohl grundsätzlich Ihnen persönlich suspekt. Bei Schwarz-Grün hingegen hat sich ja in dieser Wahlperiode die Erkenntnis oder man hat es eben gehört, doch eher der Kompromiss durchgesetzt, dass der Flughafen jetzt vor allem Zeit braucht, sich zu entwickeln. Und die ständige Diskussion, die es vorher auch bei den Grünen über den Flughafen gab, vor allem dieser Entwicklung des Flughafens schadet. Denn jede Investition braucht nun einmal eins, nämlich zunächst Planungssicherheit. Entstehende Kosten hängen, anders als Sie uns das hier versuchen, weiszumachen, auch überhaupt nicht vom rechtlichen Status Verkehrsflughafen oder Verkehrslandeplatz ab, sondern ganz entschieden von der Art des Flugverkehrs, der die Vorhaltungskosten für Dienstleistungen und Infrastruktur bestimmt. So erfordert eben der kommerzielle Passagierluftverkehr wie in Kassel einen sensiblen Sicherheitsbereich und eine von Fluglotsen überwachte Kontrollzone. Und wenn Sie der Meinung sind, das wollen Sie alles nicht, dann sagen Sie den Bürgerinnen und Bürgern in Kassel und im Umkreis doch sehr ehrlich, dass Sie nicht wollen, dass man in Kassel so wie im Rhein-Main-Gebiet bequem und vor Ort in Urlaub fliegen kann. Sagen Sie denen doch, dass Ihre Angehörigen in der Türkei mit einem Direktflug von Kassel eben nicht mal einfach besuchen dürfen. Seien Sie doch einfach mal ehrlich zu den Bürgerinnen und Bürgern. Sind Sie nämlich nicht. Aus unserer nordhessischer Sicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. Aus unserer nordhessischer Sicht ist der Flughafen neben der touristischen Nutzung wichtig für die Verknüpfung der Region mit den europäischen Wirtschaftszentren. Der Flughafen bietet und schafft Arbeitsplätze, bringt dem Land und der Region Steuereinnahmen und besitzt gute weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Und zur Minimierung negativer externer Effekte des Luftverkehrs, das können sich auch die Grünen einmal anhören, kann es eben durchaus Sinn machen, wenn zumindest ein Teil des Verkehrs von überlasteten Zentralflughäfen auf Regionalflughäfen verlagert wird. Anders als viele andere Flughäfen ist der Airport Kassel auch gut durch die Corona-Krise gekommen, obwohl sich auch in Kassel durch die Pandemie und die damit verbundenen Reisebeschränkungen Passagierverluste in Höhe von 70 bis 80% ergeben haben. Der Flughafen generiert, wir haben das schon gehört, zusätzlich Einnahmen durch Geschäfts- und Privatflüge und durch die Vermietung und Verpachtung von Flächen.
Diese hat die Flughafen GmbH Kassel während der Pandemie sogar noch gesteigert. Das führt dazu, dass der Kassel Airport das Defizit trotz Corona Jahr für Jahr verringert. Der Jahresfehlbetrag konnte von anfangs noch 8,01 Millionen auf prognostizierte 5,35 Millionen im Jahr 2021 gesenkt werden. Das ist eine gute Nachricht. Die Kosten für hoheitliche Tätigkeiten konnten ebenfalls gesenkt werden. Zurzeit steigen die Passagierzahlen, das können wir ja sehen, auch wieder sehr erheblich, wie in anderen Flughäfen auch. Der seit, das haben wir auch schon gehört, 2090 gültige Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung gibt als Ziel vor, die Gesamtkosten des Landes kontinuierlich weiter bis zum Jahr 2025 auf einen Betrag von 6 Millionen € zu reduzieren. Daran arbeitet die Flughafen GmbH Kassel zurzeit kontinuierlich und sehr erfolgreich. Wir als SPD-Fraktion würden uns dafür noch mehr Unterstützung durch Schwarz-Grün und eine sehr klare Weiterentwicklungsperspektive für den Airport wünschen. Die Potenziale, die der Flughafen unzweifelbar hat, müssen nämlich auch konsequent ausgeschöpft werden. Da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Und das gilt übrigens auch für diese Debatte. Hier glänzt die CDU ja mit absoluter Abwesenheit dafür, dass das ein der Minister ist da, aber dafür, dass das so ein wichtiges Projekt für die CDU ist, tut mir das dann doch ein bisschen leid, dass wir hier gerade mal 3 CDU-Abgeordnete haben. Wie es weitergeht für den Airport Kassel, das wird der Hessische Landtag nach 2025 diskutieren, in einem Parlament, in dem es hoffentlich ganz nach dem Vorfeld Schleswig-Holsteins die AfD dann keine Rolle mehr spielt. Die SPD steht zum Airport Kassel. Den AfD-Antrag lehnen wir selbstverständlich ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Kalbaram. Für die Freien Demokraten hat jetzt der Abg. Dr. Naas das Wort. Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Flughafen Kassel-Calden, jetzt Kassel Airport, war ein Teil einer großen Offensive, nämlich einer großen Infrastrukturoffensive in Nordhessen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das war damals eine etwas andere Zeit. Es ging damals um den Wettbewerb der Regionen. Und damals hatte eine schwarz-gelbe Regierung Mut gehabt vor allem deswegen, weil sie die A44 und die A49 ausgebaut hat. Und dass die Region Nordhessen bis heute davon profitiert, ist das große Verdienst dieser Infrastrukturoffensive, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist etwas Gutes gewesen. Und hätten Grüne damals mitregiert, Kollege Kaufmann, wären wahrscheinlich diese Autobahnen nicht ausgebaut worden. Und wenn Kassel heute der Logistik-Hub ist, dann hat das etwas mit der guten Anbindung zu tun. Und insofern gehört die Entscheidung zu Kassel-Calden in eine Gesamtentscheidung hier mit eingebettet. Und es sind nicht alle Blüten aufgegangen, aber es sind einige Blüten aufgegangen. Und die sind sehr gut aufgegangen. Die Kollegin Arnold hat es gesagt. Nordhessen geht es heute besser als vor 20 Jahren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und doch, das hat etwas damit zu tun, wie man grundsätzlich zur Infrastruktur steht, ob man ein Land ausbauen will oder ob man zurück will. Und Sie von den Linken und Sie von der AfD wollen doch zurück. Das ist doch das Thema. Und da muss man mal Mut erst mal haben. Man muss auch Mut haben. Und bei der Autobahn ist dieser Mut aufgegangen. Und bei Kassel-Calden ist der Mut eben noch nicht aufgegangen. Diese Blüte blüht leider nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind Arbeitsplätze entstanden. Herr Abg. Naas, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Von wem denn? Von dem Abgeordneten. Ich gehe noch auf dich ein, Thorsten. Wir haben 1.000 neue Arbeitsplätze. Wir haben Beschäftigte am Standort. Wir haben viele Menschen, die vom Flughafen leben. Und deswegen ist das für uns am Anfang auch ein, und es ist bis heute ein Bekenntnis zur Region Nordhessen. Wir wollen, dass es diesem Flughafen gut geht. Und für uns wäre es das Beste, wenn das Defizit kleiner würde und der Flughafen endlich eine Perspektive bekäme. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die AfD hier aber macht, was die AfD macht,
ist, dass sie die alten Platten der Linken auflegt. Ich weiß nicht, ob sie das gemerkt hat. Das sind ja alles Anträge der Linken, die Sie da abgeschrieben haben, von 2016, von 2017. Ist Ihnen das eigentlich bewusst, dass Sie hier das Geschäft der Linken machen? Und ich kann Ihnen eines sagen, Sie unterliegen hier einem Denkfehler. Sie unterliegen hier, Kollege Vohl, dem Denkfehler, dass wenn Sie etwas zurückstufen zu einem Verkehrslandeplatz, dass dann weniger Kosten entstehen. Das ist falsch. Wenn Sie einen Verkehrslandeplatz haben, Sie haben das richtig ausgeführt, können trotzdem auf diesem Verkehrslandeplatz große Maschinen landen. Aber dann entstehen trotzdem dieselben Fixkosten, weil Sie einen Tower brauchen, weil Sie das Personal brauchen, weil Sie eine Sicherheitskontrolle haben. Das ist das Problem. Sie müssen das nämlich trennen. Sie müssen die statusrechtliche Einordnung trennen von der Höhe der Fixkosten. Und Sie haben sozusagen einen Fehlschluss hier, weil Sie glauben, in dem Moment, wo die statusrechtliche Einordnung eins tiefer ist, nämlich Verkehrslandeplatz, sparen Sie schon Geld. Das tun Sie nicht. Sie müssen dann in der Tat den Leuten sagen, dass Sie keine großen Verkehrsmaschinen mehr haben wollen und dass Sie die Verkehrsverbindungen, die im Moment in Kassel bestehen und die ja zum Glück auch wieder besser werden sollen, dass Sie diese abschaffen wollen. Nur dann werden Sie Kosten sparen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht unser Weg. Wir werden diesen AfD-Antrag deswegen ablehnen. Wir glauben, dass wir mehr Einnahmen an diesem Flughafen brauchen, dass dieser Flughafen eine Perspektive durch mehr Einnahmen braucht. Man kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle sparen, aber die grüne Katze wartet ja schon darauf, dass irgendwann die schwarze Maus rauskommt und dann gefressen wird. Und deswegen, lieber Herr Minister, müssen Sie sich mehr anstrengen. Sie müssen sich mehr anstrengen. Die Grünen lauern doch. Sie haben doch sehr geschickt gemacht. Jedes Jahr gibt es eine Evaluation. Es bleibt bei 5 Millionen Defizit. Es sind 5,3, nach meinen Zahlen zumindest. Und deswegen ist es ganz entscheidend, wird dieses Thema beherzt angegangen? Wie sieht das denn aus? Und ich würde mir wünschen, dass das nicht die Sache des Finanzministers ist, sondern eigentlich gehört das Thema hierhin, nämlich zur Sache des Wirtschaftsministers gemacht. Das ist nämlich keine Frage der Beteiligung und keine Frage des Defizits, sondern es ist eine Frage der Wirtschaftsförderung, nämlich der Chancen für Nordhessen. Und deswegen gehört dieses Thema eigentlich ins Wirtschaftsministerium und nicht ins Finanzministerium, wo man Defizite abdeckt. Hier wird Zukunft gemacht. Dass aber wieder am Ende der Finanzminister sprechen wird, zeigt, wie das Thema hier in der Landesregierung behandelt wird, nämlich als rein fiskalisches Thema, als lästiges Defizit. Es ist aber kein lästiges Defizit. Und die Kollegin Arnold hat ja auf die vielen kostenlosen Stellplätze hingewiesen und auf die Impulse durch die Heimatvereine. Damit wird es nicht sein Bewenden haben, und das wird auch nicht reichen, sondern wir brauchen eine viel stärkere Einbindung der Wirtschaft, wir brauchen eine stärkere Einbindung der IHKs, wir brauchen beispielsweise auch mal vielleicht die Nordspange und die Anbindung an der Autobahn dieses Flughafens, immer wieder versprochen, A44 nie durchgeführt, und wir brauchen vielleicht auch eine stärkere Betonung der Wehrtechnik, die wir dort in Nordhessen ja stark vertreten haben. Das heißt, an dieser Stelle wäre das eine Chance. Es gibt viele Firmen, die vielleicht den Flughafen an dieser Stelle brauchen. Es war ja heute Morgen auch schon Thema, als wir hier über Außenpolitik gesprochen haben. Da gibt es Unruhe bei der AfD, verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, dass das eine Chance für Nordhessen ist. Und wenn Sie sich mal die Geschichte des Kasselers Flughafens angucken, dann ist es ja auch so, dass er ja entstanden ist aus einer solchen Situation. Und deswegen muss man an dieser Stelle mehr tun. Man muss mehr in die Firmen investieren. Vielleicht muss man auch noch einmal über die Gebührenstruktur dieses Flughafens sprechen. Wir brauchen am Ende mehr Anreize und wir brauchen am Ende eine Perspektive. Deswegen müssen Sie mehr tun. Sonst wird irgendwann der grüne Koalitionspartner kommen und dieses Stück Infrastruktur zunichte machen. Das wollen wir nicht. Und deswegen fordern wir mehr Engagement von der Landesregierung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Naas. Für die verbleibenden 3 Minuten und 15 Sekunden der SPD-Fraktion hat sich jetzt Herr Abg. Uhlert noch einmal zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kassel-Calden ist dann immer wieder ein Aufreger, zumindest hier im Haus. Und wenn ich mir gerade vorstelle, dass dieser Debatte der Lars Ernst oder der Dr. Busch
zugehört hat oder zugeschaltet ist oder im Nachgang das Protokoll liest, dann wird er sich wahrscheinlich wundern, was der Hessische Landtag eigentlich hier treibt. Das kann man gar nicht mehr anders beschreiben. Immer wieder das Gleiche, immer wieder vor allem unsäglich und unsachlich. Die AfD hat sich selbst entlarvt, das können Sie sowieso gut hier im Hessischen Landtag. Aber die Linke, lieber Thorsten Felstehausen, wenn du dich hier ans Mikro stellst, Bürger des Landkreises Kassel, und sagst, dass die Menschen aus unserer Region da Arbeitsplätze vorfinden, die überhaupt nichts mit dem Flugbetrieb zu tun haben. Und der Flughafen, den könnten wir zumachen, können wir X auf die Landebahn machen. Da muss ich dir nur mal ein paar Betriebe hier nennen. Airbus, ZF Luftfahrttechnik, die Piper Generalvertretung Deutschland, die europaweit eine ganz wichtige Aufgabenstellung hat. Erklären Sie und ihr von den Linken, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, eben nicht nur bei der Berufsfeuerwehr oder am Check-in-Schalter, erklären Sie und den Menschen, was ihr hier treibt in diesem Haus. Denn ihr glaubt ja wohl nicht ernsthaft, dass Betriebe mit diesem Namen in einer Region Nordhessen bleiben, wenn wir diesen Flughafen rückstufen, meine Damen und Herren. Deshalb ist die SPD-Fraktion sehr dankbar dafür, dass wir an dieser Stelle in diesem Haus eine klare Position halten. Dass wir, und das ist nachweislich, Kollegin Arnold hat das deutlich gemacht, auch an Zahlen nachweisbar ist, dass die Region daran hängt. Und wir können ja gerne diese Diskussion, in der Tat hat das die Kollegin Kalvaram deutlich gemacht, mal bei allen Infrastrukturprojekten in diesem Land plötzlich anfangen, an dem originären Betrieb zu diskutieren, ob es sich lohnt oder nicht. Dann bin ich mal gespannt, wie die Diskussion zur Salzbachtalbrücke läuft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Ulert. Für die Landesregierung hat jetzt der Staatsminister Boddenberg das Wort. Nein? Ah, okay. Entschuldigung, dann der Staatssekretär Dr. Worms. Ja, Sie müssen mit mir vorlieb nehmen, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, in der Nachfolge von Thomas Schäfer im Aufsichtsratsvorsitz hat man es mir gestattet, für die Landesregierung zu diesem Setzpunkt zu sprechen. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ich muss mit dem 24. Februar dieses Jahres beginnen. Und seitdem ist die Welt ja nicht mehr das, was sie viele Jahre lang war. Die Zeitenwende, um das Wort des Bundeskanzlers zu verwenden, hat scheinbare Gewissheiten erschüttert und bringt tiefe Sorgen und auch berechtigte Ängste mit sich. Denn es geht in diesen Tagen um nicht weniger als existenzielle Menschheitsfragen, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Verantwortung. Und in dieser Situation hätte man durchaus auf die Idee kommen können, dass das traditionelle, rituelle, politische Klein-Klein etwas zurückgestellt wird. Dass man dies auch anders sehen kann, zeigt der Antrag der AfD zur Aktuellen Stunde mit dem Thema Flughafen Kassel-Calden, ein, wie ich meine, eher durchsichtiger Versuch, einem schon seit Jahren politisch ausdiskutierten Thema und Sachverhalt. Ich glaube, olle Kamelle, sagt man in Köln, einen Schalenaufguss zukommen zu lassen. Immerhin gibt das Thema Gelegenheit, noch einmal auf ein paar Fakten hinzuweisen, auch wenn ich fürchte, dass ein faktenbasierter Diskurs das Gegenteil von dem ist, was die Initiatoren dieser Aktuellen Stunde bezwecken. Faktum 1. Die immer wieder vorgetragene Behauptung, es handele sich um ein Prestigeobjekt früherer Landesregierungen, ist schlichtweg falsch. Der Flughafen ist ein gemeinsames Projekt des Landes und der Region. Neben dem Land sind Stadt und Landkreis Kassel und die Gemeinde Calden engagiert. Ich empfehle Ihnen dazu, die Redebeiträge des früheren aus Nordhessen stammenden Haushaltsausschussvorsitzenden Decker nachzulesen, aus denen sich ergibt, was dieser Flughafen für die nordhessische Region im Einzelnen darstellt und was er für diese Region bedeutet. Und ich freue mich sehr, dass auch seine Nachfolgerinnen und seine Nachfolger dies ebenso sehen. Nordhessen hat, das ist
darauf ist schon hingewiesen worden, in der jüngeren Vergangenheit einen Aufschwung in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht genommen, den vorher kaum jemand für möglich gehalten hat. Nordhessen heute prosperiert. Nordhessen ist heute eine Top-Region. Und der Flughafen Kassel-Calden ist konstitutioneller Bestandteil und Ausdruck dieser Entwicklung. Faktum 2. Die AfD fordert ein Konzept zur Rückstufung des Regionalflughafens zum Verkehrslandeplatz. Stichwort olle Kamelle. Ich darf daran erinnern, die Frage war Bestandteil der groß angelegten Evaluierung im Jahr 2017, mit der die Entwicklungsperspektiven des Flughafens durch externe Dritte kritisch geprüft wurden. Und aus dieser Evaluierung wissen wir, dass eine Rückstufung keinen Sinn macht, weil dann der Bauschutzbereich wegfällt. Ein Bauschutzbereich dient dazu, den Flughafen auch im weiteren Umkreis von nachhaltigen Hindernissen freizuhalten. Daraus folgt, dass ein fehlender Bauschutzbereich momentan mögliche Flüge gefährdet. Das ist kein Angstargument, das ist ein Faktum. Und genauso war es nämlich am früheren Verkehrslandeplatz. Damit aber steht die Zukunftsoffenheit des Flughafens insgesamt auf dem Spiel. Und genau das wollen die Gesellschafter nicht. Zudem wissen wir aufgrund des Evaluierungsergebnisses auch, dass die Rückstufung, auch das ist schon erwähnt worden, zu keiner relevanten Reduzierung der Kosten führt. Und zwar deshalb, weil die vorzuhaltenen kostenrelevanten Dienste bei gleichen Varianten, bei beiden Varianten, Flughafen wie auch Verkehrslandeplatz, in etwa gleich sind. Und damit sind wir beim Faktum 3, den Kosten. Der Flughafen Kassel-Calden ist ein Infrastrukturangebot von Land und Region für die Region. Das ist in vielen Beiträgen hier deutlich gemacht worden und unterstrichen worden. Und ja, ein solches Angebot verursacht Kosten. Und natürlich ist es Aufgabe der Gesellschafter, die Kosten- und Erlössituation ständig im Blick zu behalten und zu verbessern. Genau das tun Land, Kreis, Stadt und Gemeinde. Und es ist auch gelungen, denn der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft konnte von 8 Millionen Euro in 2014 auf knapp 5,5 Millionen Euro in 2020 deutlich gesenkt werden. Und dies, obwohl die weltweite Luftfahrt sich aufgrund der Corona-Pandemie in der größten Krise ihrer Geschichte befindet. Natürlich ist davon auch der Flughafen Kassel betroffen. Passagier- und Frachtzahlen gingen auch hier drastisch zurück. Wurden vor der Pandemie in den Jahren 2018 und 2019 noch etwas über 131.000 bzw. 120.000 Passagiere gezählt, sanken die Fluggastzahlen im ersten Jahr der Pandemie auf 28.000, in 2021 auf 38.000. Demgegenüber waren die Passagierzahlen im ersten Quartal diesen Jahres doch schon recht erfreulich. Und man kann davon ausgehen, dass mit dem weiteren Abflauen der Pandemie der Trend weiter deutlich nach oben zeigen wird. Faktum 4, was immer wieder unterschlagen wird. Der Airport ist mehr als nur ein Flughafen. Kassel-Calden entwickelt sich mehr und mehr zu einem luftfahrtaffinen Zentrum mit zahlreichen Gewerbeansiedlungen und Gewerbebetrieben. Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen. So sind derzeit schon etwa 40 Gewerbebetriebe mit deutlich über 1.000 Arbeitsplätzen angesiedelt. Betriebe und Arbeitsplätze, die ohne den Flughafen dort größtenteils nicht zu finden wären. Und da geht es bei weitem, und da geht es bei weitem nicht nur um Flüchtlingsunterkünfte und Impfzentren, wobei wir alle froh sein können, dass wir in Kassel-Calden diese Möglichkeiten gehabt haben und auch immer noch haben. Und wo Gewerbe und Arbeitsplätze sind, da werden Steuern generiert. Kassel-Calden verursacht also nicht nur Ausgaben, sondern der Flughafen spült mit den Steuern auch Einnahmen in die Kassen des Landes und der Region. Und zwar in einer Größenordnung, die die Ausgaben mehr als ausgleichen. Auch das hat der Evaluierungsbericht untersucht und zweifelsfrei festgestellt. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch einen kurzen Blick auf die Perspektiven.
Kassel-Calden ist nach dem Abflauen der Pandemie auf einem guten Weg. Die Passagierzahlen steigen wieder an und liegen deutlich über denen von vergleichbaren Flughäfen wie etwa Erfurt, Braunschweig, Lübeck oder auch Mönchengladbach. Mit den Reiseunternehmen Schauinsland und Sundair sind wichtige Partner für die künftige Entwicklung an Bord. Und auch die Weiterentwicklung und der Ausbau des alten Flugplatzgeländes zu einem luftfahrtaffinen Gewerbezentrum schreitet stetig voran. Ich bin zuversichtlich, dass diese Entwicklung anhält und auch nachhaltig ist. Zugegebenermaßen, eine Flugverbindung von Kassel-Calden nach Moskau steht nicht zur Verfügung. Die zahlreichen Abgeordneten der AfD, die so gerne dienstlich nach Moskau oder auch auf die Krim gereist sind, um dort ihre Ergebenheitsadressen abzugeben, werden diese Reisen auch in Zukunft nicht von Kassel aus antreten können. Allerdings, und das ist der Trost, gibt es mit Westerland eine Verbindung von Kassel nach Schleswig-Holstein. Ein Land, das nach der dortigen Landtagswahl am Wochenende bei der AfD doch eigentlich ein besonderes Aufarbeitungsinteresse auslösen. Lassen Sie Zwischenfragen? Nein. Okay. Da habe ich Ihnen schon einmal die nächste Verbindung herausgesucht, Herr Pohl. Am kommenden Samstag, Flug M2 234, Abflug in Kassel-Calden um 10.30 Uhr, genau eine Stunde später, 11.30 Uhr, Ankunft in Westerland, Schleswig-Holstein. Aber nicht nur aus politischen Gründen kann ich Ihnen einen Flug von Kassel-Calden ans Herz legen. Wenn Sie sich am Samstag auf den Weg zum Abflug machen, dann werden Sie sich auch an den Vorteilen erfreuen können, die der Regionalflughafen Kassel-Calden verglichen mit einem Großflughafen hat. Alles geht schnell, bequem und unkompliziert. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Dr. Worms. Mir liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor. Ja, ein Antrag zur Geschäftsordnung oder was? Dann drücken Sie mal drauf. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Den Auszug, den er, was er eben gesagt hatte, der Staatssekretär in Bezug auf Moskau, den bitte ich ebenfalls aus dem Protokoll rauszunehmen. Das muss ebenfalls im Ältestenrat besprochen werden, weil das ist schön, das ist sehr anmaßend, was da eben geschehen ist. Danke. Gut, wir machen den Protokollauszug und besprechen auch das dann im nächsten Ältestenrat. Mir liegen aber jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am. Könnten wir kurz zu Ende kommen? Wir sind am Ende der Aussprache angekommen und der Antrag der AfD-Fraktion mit der Drucksache 208046 wird dann zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss überwiesen. Dann können wir auch weiter darüber diskutieren. Und jetzt entlasse ich Sie alle in die Mittagspause. Wir unterbrechen die Sitzung für eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 15.30 Uhr.